Goedenavond allemaal. Wetenschappers, kunstenaars, collega's en publiek. Ik ben buitengewoon blij dat we dit jaar Aad Kronos hier in dit gebouw mogen onderbrengen. Laat je niet leiden door wat mainstream is, maar vooral wat je denkt dat interessant is en spannend is. En dat leidt tot hele verrassende kunst in deze stad. Daar ben ik trots op. Ik ben ook blij dat ik af en toe een kleine bijdrage aan je kan leveren. Gefeliciteerd en dank u wel allemaal voor uw komst. Geniet. The skeleton, it is the backbone around which the visible material. War schon die Naturkunde 1 und Dini Thomsen hat vor kurzem gedacht, es ist die Zeit jetzt, sich mit der Kunst von Beuys wieder auseinanderzusetzen. Ich habe als Französin so mit Naturkunde erstmal so ein bisschen nachgeguckt in den Wörterbuch und war gespannt, welcher Unterschied zwischen Biologie und Naturkunde. Kunde bedeutet Kenntnis, Nachricht, Mitteilung. Mit dieser Bedeutung kann ich besser etwas anfangen. Also für mich ist Naturkunde eine Mitteilung der Natur an uns Zuschauer. Und hier diese Mitteilung wird durch den Künstler verstärkt. Sommerlabors heißt Naturkunde 2. 2 deutet darauf hin, dass es schon mal eine Ausstellung Naturkunde 1 gegeben hat. Dass in diesem Jahr dieses Thema gewählt worden ist, hat seinen Grund. Denn vor 50 Jahren gab es die legendäre Fluxusausstellung von Josef Beuys im Haus Wandergränden in Kranenburg. Wenn wir nun die Treppe des Schmalenturms hinaufsteigen, wozu ich Sie natürlich alle einladen möchte, so betreten wir nacheinander Räume mit Mineralien und Knochenfunden, die lebhaftes Zeugnis geben von der eiszeitlichen Endmoräne, auf der die Schmalenburg steht. Ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Sponsoren, bei dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport der Nordrhein-Westfalen, bei der NRW Bank, bei der LVR, bei der Stadt Bukau. Thank you.
Thank you.